kommen wir zum Kandidat 3. Ja, zusammen. Hans-Peter Lienert ist 38, Fasnächtler und rennt in seiner Freizeit gern Schnitzelbänke. Ja. Als Tramführer ist ihm auch wichtig, dass seine Partnerin schöne Schiene hat. Super schöne Schiene. Ist von mir. Schöne Schiene. Yeah. Bitte zu der ersten Frage, liebe Singlekandidatin. Hans-Peter. Yeah. Ich liebe Cabaret. Ich bin ein Fan von Divertimento. Womit bringst du mich zum Lachen, Hans-Peter? Ja, also schau, Miesle, ich kenne ja die Divertimentos nicht. Ja, aber ich meine, Angst machen wir die nicht, weil Humor ist ja auch mein Fachjargon. Ich brauche auch gerne so, ich mache gerne so Sprüche. Zum Beispiel gerade, also das Problem im Bundesrat ist das höhere Alter. Der neue Senior, der heisst Burkhalter. Sie sind alt, sie haben kein Rückgrat, das ist ein alter Kaffee. Wir brauchen eben so einen wie der Gaddafi. Yeah! 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 Super! Bitte zu der zweiten Frage, liebe Singlekandidatin. Hans-Peter, ich hasse die Fasnacht. Hä? In dieser Zeit mache ich immer Ferien. Wohin gehen wir während der Fasnacht? Nein, schau jetzt, ja, Miesli, kannst du aufhören, das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Fasnacht, das ist für uns Religion. Yeah. Was bist du? Bist du katholisch oder betest du anderen an? Konfessionslos. Das auch noch, du Konfession. Ja gut, ist egal, aber ich kann es schon, du hast schon eine Freude an der Fasnacht. Achtung, wie ich dich zum ersten Mal gesehen, ist es sofort um mich geschehen. Die schwarzen Haare und braunen Augen, sind sie braun, deine Augen? Dein Lachen und der konfessionslose Glaube, das macht mich und das ist kein Witz, viel mehr als nur ein bisschen Schmitz. Yeah.